ganz herzlich willkommen am letzten Tag des Machtgeldsinn Energiekongresses in München 2013. Wie häufig im Leben finde ich es Gute kommt auch zum Schluss, womit ich nichts schlecht machen will, was bisher passiert ist, was Sie sicher auch sehen. Wir haben fantastische Vorträge gehört, wir haben tolle Experten hier gehabt, die in einer Bündelung da waren, die man ja wohl ganz selten trifft, wenn es um alternative Geldansätze geht. Ich habe von vielen Gesprächen am Rande erfahren und mitbekommen, dass dem einen oder anderen der unheimlich geballte Input an viele neue Wissen, neue Inspirationen und Begegnungen nach 6 Tagen schon so langsam an die Grenzen des Aufnehmbaren gekommen sind. Aber ich denke, das ist immer so, ich weiß es auch von mir, die Nachwirkungen werden da sein und man beschäftigt sich tiefergehend mit vielen Fragen, die hier aufgeworfen wurden. Und insofern denke ich, kann ich beruhigt ankündigen, dass es mit dem heutigen Tage noch einen weiteren Aspekt, noch eine weitere zusätzliche Sichtweise, die Sie vielleicht noch mit dem Kongress jetzt nicht erlebt haben, hinzukommen wird. Die wird Sie aber, denke ich, nicht belasten, sondern vielleicht eher noch mal den Blick schärfen in eine bestimmte Richtung. Ich freue mich ganz besonders, dass ich die Ehre habe, meinen Freund Helmut Kreuz als heutigen Vortragenden ankündigen zu dürfen. Er ist insofern außergewöhnlich gegenüber vielem, was Sie hier gehört haben, als dass er seit über 30 Jahren sich sehr tiefgehend mit diesem Thema befasst, aber etwas anders als manche andere, die Sie hier erlebt haben, weniger aus einem wissenschaftlichen Bereich zu kommen, sondern eher aus etwas ganz Praktischem, Erlebbarem. Und ich glaube, das ist eine ganz gute und wichtige Alternative, so etwas zu sehen. Mich spricht das immer viel mehr an. Auch ich bin kein Wissenschaftler, ich bin immer in der Realwirtschaft verankert gewesen und habe auch so über 20 Jahre diese theoretischen Dinge begleitet. Ähnlich denke ich, ging es auch Helmut Kreuz sein ganzes Leben. Ihm war es immer wichtig, das, was da theoretisch vorliegt, mit der Wirklichkeit abzugleichen, Ergebnisse und Theorie miteinander zu vergleichen und sich die Frage zu stellen, passt das alles so schön zusammen oder gibt es da Dinge, wo wir darüber nachdenken müssen und vielleicht auch darüber nachdenken müssen, ob die eine oder andere Theorie an einer Stelle nicht stimmt. Und das hat er auf beeindruckende Art und Weise in seinem ganzen Leben verfolgt, was dann in seinem wichtigsten Werk, auch das heute übrigens an unserem Büchertisch da hinten auch ausliegt für alle, die das am Ende noch mal anschauen wollen oder das noch nicht kennen, das Geldsyndrom, das gibt es jetzt in einer ganz neuen Auflage 2012. Ich denke, einen Auszug daraus und einen Auszug auch seine Schaffenswerte jetzt in dem Vortrag von Helmut Kreuz zu hören bekommen. Und ich freue mich, gemeinsam mit Ihnen heute hier Helmut Kreuz erleben zu dürfen und gebe Ihnen jetzt sehr gerne die Frage. Schönen guten Morgen. Danke, Andreas Bangemann hier für die praktische Einführung. Selber wird dann damit auch noch einen Vortrag halten, auch um 16 Uhr. Aber immerhin, ich bin ihn ja schon lange befreundet und in der Zeitschrift Human Wirtschaft, die er auch herausgibt, beziehungsweise als Redaktion arbeitet, der wird sich bei unseren Begegnungen ja oft schon festgestellt haben. Ja, schon angesprochen, eine lange Befassung mit dem Thema Geld. Wir sind dazu gekommen, also die stammt schon aus der frühen Umweltbewegung der 70er Jahre. Und habe dann damals auch eine Bücher verfasst, mein zweites Buch, das Schultagebuch eines Vaters, Hakenkuppamter Zeitung, was damals einige Reaktionen erbrachte in den Pressezug und das in der Sendereihe Titel Thesentemperamente, die es heute noch gibt, damals schon 1978 als Buch des Monats vorgestellt wurde. Auf dieses Buch bekam ich dann sehr viele Reaktionen. Auch Reaktionen in Richtung der Umweltfrage, die ich darin eingebunden hatte, mehrfach. Und ein Leser schickte mir eine kleine Broschüre und meinte, ich soll mich mal mit dem Thema Geld befassen. Da würde ich wahrscheinlich einige Antworten finden auf die offen gebliebenen Fragen in meinem Buch.
Für mich völlig neues Thema, nie von gehört. Auf einem Land Gesell war mir nie was bekannt, der schon vor 100 Jahren inzwischen in der Richtung vorgedacht hatte und hat es mit einer gewissen Skepsis angepackt. Aber in dem Zusammenhang mit meiner Befassung mit Umweltfragen, die 1980 dann zur Gründung der Grünen führte, die meine Frau und ich und vor allen Dingen auch Susanne Wiegel, die wollte ich auch die erste, die auch nicht kennen, für ihren eigenen Vortrag damals in Aachen als Studentin mitgemacht hat. Aus diesen Erfahrungen bezogen Umwelt und Wachstum hatte ich bereits eine Grafik mit drei Kurven gezeichnet, in denen ich diese drei bekannten Linien linear auf ansteigen, dann eine exponentielle Entwicklung, die praktisch explosiv immer zu höheren Zahlen führt, und eine natürliche Wachstumskurve, die anfangs sehr schnell abläuft, denkt man uns selber, als Baby explodieren der förmliche Mutterleib, wenn man jetzt zusammenzählt. Auch nach der Geburt, in den ersten Babyjahren, ist der Zuwachs noch sehr groß. Und irgendwann hören wir in 28 Jahren zu wachsen auf. Warum eigentlich? Weil das nicht anders geht in einer an die Natur gebundenen Welt. Es kann kein ständiges Weiterwachsen geben, sondern immer ein Wachstum mit einer optimalen Größe. Und wenn man das nicht beachtet, wenn man diese Entwicklungen, die anfangs explosiv sein können und dürfen, nicht entsprechend stabilisiert, dann geht die Sache den Berg runter, den wir ja immer mehr erleben. Aus dieser Erkenntnis war mir klar, dass alle Entwicklungen mit Beschleunigung zunehmen völlig irreal sein müssen. Und ich stellte fest, als Praktiker in der Wirtschaft tätig, Architekt, dass diese Entwicklungen teilweise tatsächlich einen explosiven Ablauf hatten. Und als ich dann in diesem Buch entdeckte, dass es einen Zinseszinseffekt gibt, der die Vermehrung von Geldmengen oder von Geldvermögen explosiv wachsen lässt, wurde mir klar die Bedeutung, die diese geldbezogene Entwicklung für unser ganzes Leben hat. Und ich bin dann mit 58 damals, fast im Rentenalter, auf das Geldthema umgestiegen und habe schließlich sozusagen mich in Frühpension gegeben und mich nur noch diesem Thema weiterhin zugewandt. Kommen wir zur Sache. Ich habe hier mal aufgelegt eine Ankündigung, dass wir uns vor allen Dingen mit dem Thema Überwachstum befassen wollen. Überwachstum, wie gesagt, ist ein Wachstum, was natürlichen Gesetzen widerspricht. Wenn zum Beispiel in einem Organismus eine Teil desselben, die Leber, die Lunge oder was auch immer, auch schneller wächst als der Organismus, dann muss es zu Komplikationen kommen. Wenn nur in einer gleichmäßigen Entwicklung, die auch zu einer stabilisierten Größe zuneigt, ist auf Dauer gesehen ein System stabil zu halten. Aber wie wir schon vor 20 Jahren lesen konnten, waren damals schon seit 90er Jahren der Reichtum der Welt ungleichmäßig verteilt. Teilweise auf Maßerstreckung, man hat das in den Ländern nicht zu sehen, aber wenn man eine Frage hat, bitte melden. Und schießt mal hoch und dann mal sehen, ob es zu Ende ist. Die Einkommensungleichheit. Ungleichheit im Rahmen der Gesellschaft steht hier schon, was in den vergangenen Jahrzehnten weltweit verdoppelt. Und diese Entwicklung versuchen wir heute durch Wirtschaftswachstum nun aufzufangen. Aber es ist unmöglich, diese Scherenöffnung beizukommen, wie wir doch sehen werden. Und das führt ab und zu, ich stelle das ja auch hier hin, weil ich jetzt dadurch ein paar Argumente werde, ganz klar, ich glaube, nein, auch was eure Erfahrung nicht noch gemacht habe. Überschriften wie diese hier sind uns eigentlich wahrscheinlich alle schon begegnet. Und alle irgendwie lassen aber die Frage offen, wie es in solchen Entwicklungen kommt und warum. Wenn wir das erste Thema mal die Übersichtung der Geldvermögen uns mal konkret ansehen,
dargestellt in inflationsbereinigten Größen, in realen Größen also. Dann sehen wir hier zwei Kurven. Einmal die untere gerade Kurve, die fast gerade Kurve, ist die der Sozialproduktentwicklung. Die schwarze, die nur einen Sprung hat, 1991 durch die Vereinigung und die Vergrößerung der Wirtschaftsleistung Gesamtdeutschlands. Ansonsten ist dieses Wachstum linear verlaufen, wie wir gut erkennen können, also gleichmäßig ansteigend. Aber links war es so, dass man in den 50er Jahren zu diesem Wachstum noch im Jahr 8,5% Zuwachs erforderlich war, um diesen Anstieg auszubringen. Aber in den letzten 10 Jahren genügte bereits ein Wachstum von 1,3%, um die weitere steigende lineare Versteigerung und zu realisieren. Wir sehen also lineare Wachstumsentwicklungen unterliegen immer einem prozentualen Abbau der Wachstumsquote. Die zweite Kurve, die rote, gibt wieder im welchem Verhältnis bei uns nun die Geldvermögen angestiegen sind, die ja nicht mit abnehmenden Prozentzahlen wachsen, sondern durchweg mit gleichbleibenden Prozentzahlen, also exponentiell sich laufend verdoppeln. Man kann erkennen, dass diese Kurve nicht nur auf das 46-fache zunahm und damit etwa rund 6-mal schneller als die Wirtschaftsleistung. Da kann man erkennen, welche Bedeutung diese Auseinanderentwicklung der Geldvermögen und der Wirtschaftsleistung haben muss. Wir sehen in den letzten Jahren der roten Kurve auch gut erkennbar die Aktienblase Anfang der letzten Jahrzehntes und am Schluss dann der letzten Jahrzehntes die starken Einbrüche, die wir ja alle aus der Presse her zu Genüge begleitet haben und kennen. Und deren Quantität automatisch zunehmen muss. Es wird immer bedeutender, wenn wir eben die Vermögen größer sind, immer größer werden, machen auch kleinere Veränderungen relativ gemessen an der Wirtschaftsleistung immer mehr aus. Unten, ganz unten, eintragen ist nochmal die Kurve der Zinsentwicklung, der Bankzinserträge. Hier die Summe, die seit 50 Jahren statistisch von der Bundesbank erfasst wird, jedes Jahr. Und auch hier sehen wir den Anstieg, der trendmäßig schneller wächst, Gleichschritt mit den Geldvermögen, der auch dann durch den Einbruch der letzten Jahre einige Rückschläge erfuhr. Wenn wir mal das in Milliarden Euro ausdrücken, wie hat sich das Verhalten geändert in den letzten 6 Jahrzehnten? Wir sehen uns dazu mal zuerst die ersten 5 Jahrzehnte an. Bezogen auf die Geldvermögen, Sozialprodukt, Netto und Gehälter, ausgedrückt jeweils in Milliarden Euro als Jahreszuwachsgröße. Die kleinste schwarze Größe gibt die Entwicklung der Nettolöhne und Gehälter wieder. In den ersten 3 Jahrzehnten, auch in den letzten 3 Jahrzehnten, auch preisliche Absagen. Das heißt, die arbeitenden Menschen nehmen immer noch weniger an dem Zuwachs ihrer Leistung teil. Die meisten sollen gegen das Sozialprodukt wieder, das bis ins letzte Jahrzehnt noch anstieg, aber im Jahrzehnt des 9. Jahrtausends auch einbrach, die meisten sollen. Aber brachen die Geldvermögensentwicklungen ein, die in den roten, orangefarbenen Säulen wiedergegeben sind. Die Anfangs sind also exponentielle Entwicklungen wiedergeben und hier diesen Einbruch dann durch die Banken, Wirtschaftskrise, die wir in den letzten 10 Jahren hatten. Aber solche Einbrüche zwar optisch im Moment positiv erscheinen, weil sie eben nicht mehr so starke Praxis wiedergeben, ist leider natürlich eine etwas vorwurfsdicke Seite, denn die Folgen dieser Einbrüche, über die sind wir jetzt zu Genüge informiert worden in den letzten 10 Jahren und auch die immer wieder geäußerten Drohungen
dass jetzt wieder erneut aufnehmen könnte, ist eine ganz klare Aussage, die sich mathematisch gar nicht vermeiden lässt. Ich meine, eine beliebige Zeit der Entwicklungen wiedergibt, bezogen auf die Einkommensentwicklungen im Vergleich zwischen 1991 und 2007, also nur vor den entscheidenden Einbrüchen der letzten Jahre, geben jeweils die verschiedenen Größen, Nettolöhne, Bruttolöhne, Steuereinnahmen, Volkseinkommen, Unternehmen, Vermögen, Zinseinkommen und zum Vergleich Geldvermögen, Bestände mal als Balken wieder und über den Quote hinaus, die praktisch durch das Wirtschaftswachstum vorgegeben ist, 61% plus in diesen 16 Jahren, eben als Nettolöhne nur um 30% gewachsen sind, also weniger als die Hälfte der Leistungszuwächse kam den Nettolöhnen zugute. Bruttolöhne 38%, etwas günstiger, aber gemessen an den 61% des Wirtschaftswachstums auch nur 2/3. Steuereinnahmen haben etwa Schritt gehalten mit dem Entwicklung des Grundeinkommens, Einkommens und Nehmervermögen, nahmen deutlich mehr zu, nämlich nur 6%, und die Zinseinkommen aus Bankeinlagen sogar um 111%. Also mehr als verdoppelt, während die Löhne praktisch nicht agiert haben, haben sich die Zinseinkommen verdoppelt. Kein Wunder, dass diese Entwicklungen auch manchmal etwas charakteristisch verarbeitet werden, wie hier auf dieser Grafik, in der mal das Kapital mit dem Wachstum dargestellt ist. Und das Pferd als Träger des Kapitals ist die Wirtschaft. Alle Werte, die wir in der Wirtschaft verteilen können, stammen immer aus Arbeit. Aus Arbeit mit Hilfe von Gesellschaften, die wiederum von Menschen geschaffen worden sind. Und wenn eben diese Zinsgrößen, die Kapitalkosten schneller wachsen, als das Pferd wiegelt, dann bricht das Pferd langsam zusammen. Und diese simple Grafik bleibt vielleicht besser im Gedächtnis haften als manche Zahlen, die ich Ihnen hier vortrage. Die zweite Überlegung, die wir jetzt ansprechen, ist die der Kreditvorgaben, also der Schulden in der Wirtschaft, die Gegenseite der Geldvermögen. Denn im gleichen Maße, wie es Geldvermögen gibt, kann man nicht nur Schulden machen, sondern man muss diese Schulden machen, um diese Geldvermögen in den Kreislauf zurückzuführen, um den Kreislauf zu schließen. Wenn also eine Wirtschaft übermäßig Geldvermögen entwickelt, dann ist sie gezwungen, auch immer höhere Schulden zu machen, Zurückführung dieser Kaufkraftüberschüsse, die bei den Geldvermögen sich ansammeln. Denn hinter den Kaufkraftüberschüssen stecken die Leistungen, die vom Markt erworben werden müssen, damit sie eben die arbeitenden Menschen weiterhin ihre Produkte herstellen können. Und wenn dann der Wirtschaft das selbst nicht schafft, dann kann es passieren, dass der Staat einspringen muss, wie wir gleich noch sehen werden. Man kann also sagen, dass es in der Wirtschaft eine Art Teufelsspirale gibt, bei der eben sich die Geldvermögen und Schulden gegenseitig mehren. In dem Maße die Geldvermögen wachsen, müssen die Schulden wachsen. Sie können nicht nur wachsen, sie müssen die Wirtschaft wachsen, wie ich schon sagte. Da wo diese Schulden mit Zinszahlungen verbunden sind, fast die Geldvermögen allein durch das Vermeiden, durch diese Verschuldung an. Und könnte ich nicht mit noch mehr an Krediten vergeben, dass also der Prozess sich ständig immer schneller hochschaukelt, wie hier in der Grafik als Teufelsspirale mal dargestellt. Auch hierzu wieder einige Realitäten. Nehmen wir erstmal die Schulden in Deutschland an und die auch etwas große Masse machen, und zwar dargestellt in so Prozenten der Wirtschaftsleistung. Prozenten der Wirtschaft. Ich sehe immer, dass es drei Sektoren gibt,
die an den Schulden beteiligt sind. Nämlich Privathaushalte, Wald eingetragen, Unternehmen, mit Frau und Staat und Brot. In der größten Schulden war auch in Unternehmen, was eigentlich ganz natürlich ist, weil sie eben die Produktionsmittel ständig erweitern muss. Und der Sprung bei den privaten Haushalten, der hier auch sichtbar wird, hat mit statistischen Umstellungen zu tun. Ab 1991 hat man alle Hypotheken den privaten Haushalten zugeteilt, zugeordnet, die vorher im Bereich der Wirtschaft untergebracht waren. Also es hat keine weitere Bedeutung, es ist nur eine statistische Umstellung, ist die Ursache dafür. Das andere ist jetzt die untere Gruppe, die staatlichen Verschuldungen. Ich denke, dass der Staat am Anfang relativ hoch beteiligt war an den Schulden, dann aber auch bis 1965 abbaute und dann ab 65, 70 stiegen die Staatsschulden besonders schnell an. Warum? Weil das Wachstum der Geldvermögen so groß war, dass die Wirtschaft nicht mehr aufnehmen konnte. Darum notwendig ist, dass alle Ersparnisse wieder zurückgeschleust werden. Die Nachfrage, um den Kreislauf zu schließen, können nicht nur die Staaten höhere Schulden aufnehmen, die müssen sogar höhere Schulden aufnehmen, um den Kreislauf zu schließen. Ohne diese Schließung des Kreislaufes bricht die Wirtschaft zusammen. Deswegen sind die Staaten mehr oder weniger gezwungen, höhere Schulden zu machen, wenn die Wirtschaft nicht genügend angekurbelt werden kann, damit sie ihrerseits diese Kredite aufnimmt. Aber das wird immer schwerer, wenn der Markt übersättigt ist und die Unterbringung von neuen Produkten einen immer größeren Wärmeaufwand erforderlich, wenn man so inzwischen durch Werbung überschüttet, denn ein Prozess, der langsam gelaufen ist, und Jahrzehnte hinweg, es gibt ja heute, wenn wir auf den Fernsehen schauen, alles wird mit Werbung verbunden, jeder Fußballtorschuss wird mit Werbung verbunden, überall versuchen alle noch mehr eben an Waren unterzubringen, die wir im Grunde schon dreimal weggeschmissen haben. Das spielt keine Rolle. Hauptsache, wir verbrauchen mehr, damit wir diesen Teufelskreis noch eine Weile intakt halten. Vergleichen wir jetzt mal diese Verschuldung. Wie wir sehen, haben wir einen kleineren Maßstab. Die kippen sich nach unten um. Da sehen wir wiederum im Verhältnis Schulden, die ist auf den Kopf gestellt sozusagen. Immer ein Verhältnis dazu, das Geldvermögen sind das Spiegelbild der Schulden oder richtiger. Die Schulden sind das Spiegelbild der Geldvermögen. Auch wenn sich die Verteilung unterschiedlich widerspiegelt, wir sehen, bei den Geldvermögen sind die privaten Haushalte der größte Anteilseigner. Der aber jetzt langsam auch schon sich verschiebt zugunsten der Unternehmen. Die Summen, die übergegeben werden, Milliarden, sind also alle aus der Quelle Bundesbank, also keine irgendwelchen fragwürdigen Zahlen, sondern sind einfach mal die Werte, die jedes Jahr oder zum ersten Teil jeden Monat erledigt werden. Inzwischen haben wir pro Nase etwa 100.000 Euro Staatsverschuldung. So, ja doch. Pro Kopf, ja, pro Nase. Pro Kopf 100.000 Euro Staatsverschuldung stehen und jedem Bürger gegenüber, auch der, das Baby, was im Kinderwagen liegt, frisch geboren, hat bereits neben sich ein Paket von 100.000 Euro Staatsverschuldung liegen. Und bis es groß ist, wird entsprechend die Summe entweder hoch gewachsen sein oder der Zusammenbruch hat eigentlich stattgefunden. Wenn Staatsverschuldung alleine machen pro Kopf gut 20.000 Euro aus und pro Haushalt etwa 42.000, nur die Staatsverschuldung, pro Haushalt 42.000 Euro. Und diese Bedienung dieser Schulden muss im Endeffekt immer der Endverbraucher zahlen, denn der ist der Letzte in der Reihe, der die Last nicht mehr einen anderen weitergeben kann. Sie kommen nicht daran vorbei, dass sie mit jeder Euro, den sie ausgeben, Zinsen zahlen, um es zu wissen, in einem zunehmenden Maße.
Wenn wir die Staatsverschuldung alleine mal ins Auge fassen, dann wird es hier nochmal deutlich, dass der Professor, der lange Zeit Mitglied des Sachverständigenrates war, wohlgemerkt, staatliche Kreditaufnahme ist kein Selbstzweck, aber wenn das Kapitalangebot aus privaten Ersparnissen steigt, gleichzeitig die Kapitalnachfrage der Unternehmen wegen der schwachen Investitionstätigkeit gering ist, dann muss der Staat das am Markt entstehende Kapitalüberangebot aufnehmen, weil andernfalls eine deflationäre Wirtschaftsentwicklung einsetzen würde. Haben wir vorhin schon mal gesagt, aber hier noch einmal bestätigt von einem Wirtschaftsprofessor. Nehmen wir mal die Staatsschulden in ihrer Entwicklung drauf an, dann ist der Anstieg noch deutlicher als bei den Bankverschuldungen, weil der Staat ja längere Zeit an die Schuldenaufnahmen gar nicht so sehr beteiligt war. Die schwarze Kurve, die die Staatsschulden wiedergibt, unten die weiße Kurve sind die Staatseinnahmen. Die Staatseinnahmen stiegen auf das Siebenfache ab 1970 und die Staatsschulden auf das 27-fache. Wir sehen mal hier bitte die Scherenöffnung, die auf Dauer gesehen immer einen Prozess letztendlich zerstören muss. Wir sehen aber auch an den kleinen Kreisen, die eingetragen sind, wie hoch die Schulden jeweils gemessen an dem Sozialprodukt in den Jahren waren und sind. Ansteigen von 90% im Jahr 1950 auf inzwischen 80% im Jahr 2010. 2000 lagen sie bei 60%, bei deren Betrag, der ja auch bekanntlich in Maastricht als staatliche Verschuldungsgrenze festgelegt worden war, alle Staaten verpflichtet haben, diese Grenze nicht zu überschreiten. Wir sehen, was da herausgekommen ist. 10 Jahre später, ist praktisch die Schuldenbelastung des Staates um ein Drittel angestiegen weiter. Trotz aller Schüre, heute regen wir uns auf über Griechenland, über Italien und ähnliche Staaten, dass deren Verschuldung so hoch ist, doppelt so hoch ist sogar, wie sie sein durfte, 120, 140% sogar. Die Länder hätten gar nicht aufgenommen werden dürfen in die Maastricht-Gemeinschaft. Wenn wir heute damit Probleme haben, in diesen Ländern ist unsere eigene Schuld. Denn die Kriterien, die bei Maastricht festgelegt worden sind, maximal 60% hätten nicht zugelassen, dass diese Länder in die Eurozone hereinkommen konnten. Aber mit unserer Überheblichkeit ist und diese Gesetzmäßigkeiten weggegangen. Alle Staaten, auch die Deutschland auch, haben weiter Schulden gemacht, weil sie sich anders konnten, weil die Geldvermögen weiter wuchsen, die Wirtschaft nicht entsprechend schnell wuchs. Doch wenn die Klagen der Staaten immer wieder verbunden mit einer Vorforderung zum Wachstum, immer wieder Wachstumsförderungsgesetz, Abwrackprämien und so weiter, versucht man immer wieder, um das Wachstum zu fördern, um eben diesem Überwachstum der Geldvermögen ein bisschen mehr zu entsprechen, ohne sie einholen zu können. Und damit riskieren wir nicht nur den sozialen Frieden unserer Länder, sondern auch eben den ökologischen Frieden und den ökonomischen. Was besonders erstaunlich ist, das ist ein Tatbestand, der lange Zeit nicht beachtet worden ist. Nämlich der Tatbestand, der sich hier wiedergibt, in den gelben Säulen, als jährliche Neuverschuldungen der deutschen Staates. Da sehen die Schwankungen zwischen 10 und zwischen 90 über 170 Milliarden Euro im Jahr, ganz unterschiedlich schwankend. Aber wenn man sie mit der Kurve der Zinszahlungen vergleicht, die schwarze Kurve, sieht man, dass in etwa diese beiden Größen gleich groß sind. Und tatsächlich ist es auch so, dass, haben wir mal das Anschluss 2005,
die Zahlen addieren, dann war die Ausweitung der Verschuldung genauso groß wie die in der gleichen Zeit gezahlten Zinsen. Nämlich der größere etwa 1600 Milliarden Euro in diesen dargestellten 35 Jahren. Das heißt aber auch, dass die ganzen Verschuldungsaufnahmen uns überhaupt nichts gebracht haben, sondern in voller Höhe in den Zinsendienst flossen. Das heißt, sie haben nur diejenigen reicher gemacht, in gleicher Höhe, die von dem System profitieren, auf Kosten der Masse der Bevölkerung, die eben nicht den Profitoren gehört. Wir haben alle in den letzten 14 Tagen von dem neuen Arm- und Reichtumspapier des Staates gelesen oder gehört, den man schon versucht hatte, einige Sachen um zu vertuschen, auflesen konnte, hat man dann hinten drin irgendwo im Hintergrund verschoben. Da bestand nämlich, dass praktisch die Geldvermögen sich immer mehr auf die Minderheit konzentrieren. Wir sehen aber auch, wenn wir die Kurve nochmal betrachten. Dankeschön, tut mir leid. Die Zinskurve, sehen, dass die Zinsschwankungen eine große Rolle dabei spielen. Vielfach, wenn die Zinsen ansteigen, steigen die Lasten des Staates an, vielleicht muss dann der Zwang indirekt in den nächsten Jahren höhere Schulden aufzunehmen, um die Zinsen zu bedienen. Nicht, weil er irgendwie sinnvolle Projekte finanzieren will, sondern nur um die steigenden Zinsen zu finanzieren, die aufgrund der Zinssatzanstiege entsprechend in wenigen Jahren verdoppeln können. Resultat bestand, dass die ganze Verschuldung des Staates uns gar nichts gebracht hat, dem Staat gar nichts gebracht hat, weil sie in voller Höhe in den Zinsendienst kosten, hatten sich eigentlich nur die Wirkung, dass die Reichen reicher geworden sind, auf Kosten aller anderen. Also es geht hier nicht um Reichen anzuklagen, sowas, die denen man mit solchen Methoden das Geld sozusagen schenkt. Die sind ja fast unschuldig daran, dass ihre Vermögen überwachsen sind. Wenn sich die eingestellt, dass sie sich darum kümmern, sind sie selbst erstaunt, wie sie überwachsen sind. Das ist ja kein gewollter Vorgang, natürlich, inzwischen plant man das ein. Aber es ist eine Entwicklung, die immer problematischer werden muss, vor allem wenn eben der Staat diesen Reichtumsbeschleuniger Zinszahlungen selbst betreibt. Denn wie gesagt, diese 1600 Milliarden Euro in den letzten 35 Jahren, die dem Staat gezahlt hat an Zinsen, haben in gleicher Höhe die Reichen reicher gemacht. Auf wessen Kosten, warum ich brauche nicht mehr weiter zu erklären. Aber es hat nochmal Stimmen gegeben, die diesen Prozess erkannten und entsprechend auch kritisierten, wie hier erleben können. Stellen Sie mal vor, Schulden zahlen sich nicht aus. Mit den Krediten von heute beherrscht der Staat immer nur die Zinsen von gestern auf Kosten der Generationen von morgen. In der Zeit nur groß abgeheftet. Und der Text. In einer langfristigen Betrachtung kann man also ganz klar sagen, dass sich die ganze Veranstaltung, nämlich die Schuldenaufnahmen, nicht gelohnt hat. Denn hätten wir dauerhaft auf Kredite verzichtet, müssten wir heute keine Zinsausgaben leisten und hätten auch keine Zinsrisiken zu fürchten. Wir hätten aber für Investitionen genauso viel ausgegeben wie bisher. Denn in dieser Rechnung sind die Investitionsausgaben voll aus Steuermitteln finanziert worden. Da die Krediteinnahmen für die Zinsausgaben verbraucht werden. Das, was man vielleicht wenig so glaubhaft abnimmt, das kann man hier nochmal nachlesen. Eine Karikatur zu dem Thema, mit dem wir jetzt das Thema über die Schulden abschließen wollen, kann man hier sehen, da ist die Mutter. Ihrem Kind, die Leine, die Wörter verschwinden hier in dem Berg,
Und er ist erstaunt und fragt die Mama, was ist das? Und die Mama sagt, das ist der Schuldenberg, der die Sonne verschwindet. Der Kleine fängt an zu plärren und sagt dann, und wenn die Sonne nicht erscheinen, wenn ich groß bin, wenn wir groß sind, aber die Mutter beruhigt ihn, der Opa sagt. Dann gibt es einen großen Knall und alle fangen wieder von vorne an. Man lächelt doch nur Bock. Aber leider ist es die Realität. Wir haben die Realität ja schon erlebt. Und dann aber dieser große Knall in den meisten Fällen der Vergangenheit auch mit Knallen und Knallerei verbunden. Das habe ich getrieben. Wenn mich die sozialen Spannungen sich so aufschaukeln, und ich dann immer auf Kosten der Nachbarn da noch ein bisschen herauszuholen, so abzulenken von den eigenen Problemen und die Gefahr von Grenzübergriffen entsprechend folgen, werden leider überwiesen. Kommt zum letzten, zum dritten Thema der Kommission, nämlich die Überwindung der Zinsströme. An und für sich ist der Ablauf mit den Zinsen ganz leicht zu erklären, zu verstehen. Die Sparen bei der Bank Geld, ihre Bankeinlage wird von der Bank zu der Bank weitergegeben über Kredite an die Wirtschaft. Die Wirtschaft zahlt dann für die Kredite Zinsen, die wieder an die Bank fließen. Und die Bank wiederum gibt die Zinsen weitgehend etwa 75% an die Sparer weiter. Die Differenz hält sie ein als Bankmarge für ihre Kosten und Risiken. Du kannst ein ganz fachlich vertretbarer Anteil. Was aber erzeugt, sind diese Zinsgutschriften bei den Vermögenden, die deren Vermögen mehren, zwar mehr mehren, als sie selber auch verbrauchen können. Und damit kommen dann die Überschuldungen zustande. Diese Zinsseite des Geldes wird uns enorm in den Zeitungen in Annoncen schmackhaft gemacht. Verschiedene Formulierungen, die wir alle kennen und mit der man an die wunderbare Sache, da müsste ich immer versuchen mitzumachen. Auch wenn es noch ein paar Mager auf dem Sparkonto sind, auf dem Sparkonto, aber es lohnt sich ja, wie man es sehen kann. Nur die Versprechungen, dass Geld arbeiten würde, ist zwar indirekt nicht ganz falsch, weil dieses Geld ja Unternehmen ermöglicht, durch den Titel Arbeitsplätze zu schaffen. Aber auch vorgründig gesehen hat niemals er von Ihnen aber Geld arbeiten sehen oder auch nicht gesehen, wie man das an der Markt mehr machen kann oder wie Geld prächtig gewachsen ist, von Mal zu Mal. Und auch wenn ich verdoppelt, wie es weiter steht, an jedem Arbeitsplatz letztendlich hat es dann Arbeit im Durchschnitt 200.000 Mark, alte Annoncen, die gesehen. Die Frau Mark hat auch sein System verändert. Ich habe noch niemals Geld arbeiten sehen, wahrscheinlich auch nicht. Und auch noch niemals gesehen, dass Geld in der Woche hätte. Und der Versuch, bei Geld seine Sachen zu legen, noch nicht Flasche, erfüllt einen Mann, der das Wort drauf hat und die Wohnung gebracht. Was man auch dem Zins unterstellt, was er immer sagen, dem Geld umgeschafft. Nehmen wir mal diese Entwicklungen der Zinsen genauer an, die wir schon ein paar Mal angesprochen haben. Was läuft eigentlich ab und wie läuft das ab? Nur mal eine einfache Vergleich ziehen. Mit einer Anlage von 10.000, die wir von der Bank angelegt haben, vor 50 Jahren zu Hause liegen, zur Schublade, würde sich an dem Geld nicht verändern. Wenn Sie allerdings Zinsen dafür bekommen, 6% Zinsen, dann wachsen diese 10.000 in den 50 Jahren auf 30.000 an. Wir haben auf dem Konto 40.000
ohne dass die irgendwie einen Handgriff gemacht hätten. Die war auch nur zu warten. Aber wenn sie jetzt die Zinsen, diese 30.000 DDR sozusagen, wenn sie das, die Zinsen zu Hause im Küchenschrank ansammeln, wenn sie die nicht mit nach Hause nehmen, sondern bei der Bank auf ihrem Konto gut schreiben lassen, dann wächst die gleichen 13.000 innerhalb von 50 Jahren auf 134.000 D-Mark an. Ich habe ja dieser Zinseszinseffekt deutlich, dass eine krankhafte Begleitung unseres Geldes ist. Nämlich die Selbstvermehrung des Geldes aus sich selbst heraus. In zunehmendem Tempo. In zunehmendem Tempo, das heißt, je älter eine Wirtschaft wird, je mehr wirkt sich der Zinseszinseffekt aus. Können Sie die Kurve sehen, in den ersten 10, 20 Jahren, ganz viel haben wir es noch, aber dann ist steigend die Höhe. Noch deutlicher wird die Entwicklung, wenn wir mal verschiedene Zinsen als Grundlage annehmen, wie hier bei dieser Grafik. Hier haben wir rechts die verschiedenen Ergebnisse. Bei 3% steigt an auf 45.000, das hat man schon. Mit dem Timer dargestellt, was wir eben hatten bereits. Wenn man jetzt aber statt 6% Zinsen, 3% Zinsen, ist das jetzt 6% Zinsen nehmen, sind das 164.000 Euro. Und wenn wir jetzt 9% Zinsen verbunden legen, kommen wir auf 740.000 Euro. Es ist also nicht so, dass sich das mit den Zinssätzen verdoppelt, 3 auf 6 doppelte, nein, es ist etwa das Vierfache. Das Ergebnis, nochmal 3%, nee, 9%, explodiert bereits das Ergebnis. Je höher der Zins ist, je dramatischer sind die Folgen der Verwährung. Welche Folgen das wiederum hat auf die Wirtschaft, nehmen wir diese vier Beispiele wieder. Beispiel 1 geht davon aus, dass das Wirtschaftsleistung durchschnittlich um 3% wächst, eine gerade Entwicklung, und das Kapital ebenfalls. Dann ändert sich die Verteilung zwischen Kapital und Arbeit, die hier mit 80 bis 20 angesetzt ist. Kapital, Arbeit, Kapital, 60, 20, ändert sich nichts. Bei diesem Prozess, wenn wir gleich wachsen, wird immer die Relation sein. Wenn aber das Kapitalwachstum nicht 3, sondern 4% beträgt, ist das für den dargestellten 40 Jahren die Verteilung bereits von 2080 auf 36 zu 35 zu 65 verschoben. Sehen wir schon 1% Unterschied zwischen der Wirtschaftsleistung und den Zinsen, erbringt bereits in 40 Jahren eine deutliche Verschiebung der Einkommensverteilung innerhalb der Wirtschaft. Und nochmal 1% mehr, 5%, dann sehen wir, dass sich bereits die beiden Größen auf 41% praktisch inzwischen halbieren. Und durch ein Fünftel steigt auf 49% an und die Arbeit fällt zurück oder steigt entsprechend langsamer an und ist nur noch bei 41%, bei der Hälfte des Volkseinkommens. Standard werden arbeitende Menschen und das Gros immer mehr beim Kapital. Noch deutlicher, wenn wir jetzt vielleicht von 3-6% nehmen, sehen wir schon, dass bereits nach 20, 25 Jahren die Kurve der Arbeitseinkommen sinkt. Nicht mehr steigt, sie sinkt ab. Dass das ein Prozess ist, der nicht lange durchhaltbar ist, muss ich klar sein. Höher also der Unterschied zwischen den Wachstumsraten und den Raten der Wirtschaft, der Geldvermögen und Schulden ist, je schneller, dass die Wirtschaft aber in einem Abgrund führt. Diesen Verdopplungsprozess, diese Beschleunigung, die sich ergibt durch den Zinseszinseffekt, ist uns so nicht richtig bewusst. Es gibt also einige Beispiele, das wie von dem Teich mit den Seerosen, der mit Seerosen belegt ist. Und wenn im Laufe der Jahre die Seerosen immer verdoppeln, wenn sie dann nach x Jahren mal ein Viertel der Seefläche erreicht haben,
Das dauert nur 2 Jahre, bis der See zu ist. Im nächsten Jahr geht von einem Viertel auf die Hälfte. Und im Jahr drauf ist die zweite Hälfte geschlossen, das heißt total bedeckt. Vielleicht noch kritischer ein anderes Beispiel, das auch direkt an unser Papa näher angeht. Nämlich in eine Annahme, die wir hier mal wieder spiegeln. Wenn ich einen Job suche für ein halbes Jahr, stellen Sie sich vor, Sie haben die 2 Angebote. Angebot A sagt Ihnen dann, Sie bekommen bei mir 1000 Euro pro Woche gleich bleiben, das ganze halbe Jahr. Wissen Sie, woran Sie sind. Der andere bietet Ihnen an, Angebot B, Sie bekommen bei mir in der ersten Woche 1 Cent, 1 Euro Cent. Und in jeder Woche wird dieses Betrag verdoppelt. Zweite Woche 2 Cent. Dritte Woche 4 Cent, vierte Woche 8 Cent, fünfte Woche 16 Cent und so weiter und so weiter. Ich glaube, kein Mensch würde das Angebot annehmen. Die würden alle wahrscheinlich an die Stirn stecken und sagen, bei dir ist das oder das nicht richtig. Aber wir sehen, nach der 21. Woche haben wir eins beide gleich gezogen. Und nach der 26. Woche, die vereinbart ist, hat der Erlebnis 26.000 und 26.000. Und Angebot B, der angenommen hat, hat 671.000 Euro verdient. Und wenn der Prozess ein ganzes Jahr dauern würde, dann hätte dieser Angebot B Arbeiter bereits 5,5 Milliarden verdient. Und nach am Ende des Jahres, nach 52 Wochen, wäre das 45.000 Euro Einkommen, die man hat, wenn man mit einem Pfennig beginnt und jede Woche diesen Pfennig in Betracht verdoppelt. Diese exponentielle Kraft, die dahinter steckt, jetzt in unserem Geldsystem und kann gedämpft werden durch Zinssenkungen oder auch so durch Geldentwertungen oder ganz was, durch Inflation und andere Mädchen. Aber im Prinzip ist diese Entwicklung nicht haltbar. Jeder so nachvollziehen kann. Aber es macht deutlich, in welchem Tempo wir da Entwicklungen haben, die man mit dem Vergleich von einem Pfennig geben. Und Josef von Nazareth für der Lehrbus in der Sparkasse von Bethlehem eingezahlt hätte damals, was wir aus dem geworden bei 3-4% Zinsen. Es sind heute nur noch Milliarden von Erdkugeln in Gold. Hätte er diesen Pfennig im Jahre 0 Sparkasse angelegt. Daran sehen wir diesen Wahnsinn, der hinter diesem System steckt und der immer wieder alle paar Jahrzehnte, alle Jahrhunderte, ein, zwei Mal zu Zusammenbrüchen führen muss, weil er nicht mehr zu bewältigen ist. Wenn manche von Ihnen sagen, naja, das sieht nicht groß, ich habe nicht viel auf dem Konto, ich zahle auch keine Zinsen, er hat mal einen ersten Vorträge, er ist ein Vater stolz aufgestiegen hat, ich habe noch nie in meinem Leben Pfennig Zinsen bezahlt. Ich habe ein Haus gebaut ohne Kredite, meine Söhne haben die Scheiße gebaut ohne Kredite, unsere ganze Familie hat noch nie einen Pfennig Zinsen bezahlt. Warum reden Sie über diese Zinsen eigentlich? Der Mann wusste nicht, dass er mit jedem Mark oder jedem Euro, den er ausgibt, automatisch Zinsen zahlt. Und auch wenn er selbst keine Kredite aufgenommen hat, zahlt er Zinsen. Wenn Sie mal einige Beispiele nehmen, die diese älteren Daten sind, die ich mal zufällig entdeckt habe, bei Veröffentlichungen von Kommunen, da haben sich natürlich Anteile von Zinsen in Höhenbedingungen von 12%, dazu gesagt, aus den 80er Jahren dürfte heute das Dreifache günstig sein, wenn Sie an die Fahrzeuge, an die Verbrennungsanlagen denken, die riesigen Kapitalinvestitionen. Aber nur mal zum Vergleich, wenn wir sehen, Trinkwasser 38%, also rund ein Drittel, im Trinkwasser, wenn Sie Gaswasser trinken, ein Drittel stecken darin vom Wert in Form von Zinsen. Der Nagelnutzung macht Abwassergebühren fast die Hälfte. Die Anlagen, die der Feuerwehr, ganz Rohranlagen, die Reinigungsanlagen, die Kläranlagen, alles das geht in den Wasserpreis rein. Muss man Ihnen bezahlt werden. Oder noch Kostenmiete in ein Gebiet, aus dem ich ja komme, als Architekt, ich habe damals ja in den 50er, 60er Jahren, 70er Jahren noch, viele Wohnungen aufgebaut.
Und da war ich selbst erstaunlich, dass mir nicht aufgefallen war, bei den notwendigen Berechnungen, Vorausberechnung der Miete, die man ja einreichen musste, um öffentliche Mittel zu bekommen, habe ich immer genau auch die Zinsen ausgewiesen und mir ist nicht aufgefallen, dass die Zinsen bei den Mieten bei rund 70-80% liegen. Nicht, weil die Vermieter besonders böse Leute sind, sondern weil deren Objekt ja einen eigenen Angelegenheitsserver hat und abgeschrieben werden Kosten, aber der Zinsanteil überwiegt in der Miete als größerer Posten. Jeder zahlt also laufend Zinsen, auch wenn er keine eigenen Schulden gemacht hat. Wie man die Veränderungen beurteilen kann, da gibt es wieder gegeben, schwarze Säulen gegen die Schulden oder auch die Vermögenssäulen, die dort ja praktisch tätig sind. Die aufgeteilt rechts mal nach Privatstaat, Unternehmen noch einmal. Und die gelben Säulen sind die Einkünfte, die hier mit gleichen Größen eingesetzt worden sind, von 1.700 auf 16.700 und dann auf 40.800 ansteigend. Aber von denen hat immer größer Teil, wenn diese weiße Strandkohle in der war, ein immer größer Teil zugesetzt. Viele Leute, die ihre Vermögen und ihre Vermögen die Schulden machen lassen. Wir sind ein Wirtschaft, unser Wirtschaft, umso größer sind die Zinsanteile, die wir in allen Preisen zu zahlen haben. Das Verhältnis zwischen Lohneinkommen und Kapitalgrößen geht eben immer mehr auseinander. Ab und zu hat man auch mal diese Probleme öffentlich stärker behandelt. In den 80er Jahren, als plötzlich in mehreren Hochzinsphasen besonders deutlich wurde, konnte man solche Überschriften, wie hier mal zusammengefasst sind, lesen in verschiedenen Zeitungen. Und der damalige Bundeskanzler Willy Brandt hat sogar von einem mörderischen Hochzins gesprochen. Und der Zins ist bei der Hochzinslage besonders deutlich mörderisch. Aber er mordet auch bei normalen Zinssätzen nur etwas langsamer. Mal überträgt. Welche Folgen hat das nun für praktische Lebensweise und Entwicklung? Das zeigt sich auch an den Abend, den wir hier haben, den wir hier Arbeitslosigkeit Leute übergibt. Und im Verhältnis dazu die Kapitalmarktzinssätze in ihren Schwankungen. Ich habe die Kapitalmarktzinssätze, die nach dem Wahlrecht laufen, oben in ihren Zappen nach unten gezogen, parallel zur Arbeitslosigkeit. Wir sehen, welche Maße die Arbeitslosigkeit anfangs nach dem Krieg sehr hoch war, dann einbrach in den 10 Jahren Vollbeschäftigung, fast 15, 20 Jahre, übersetzt, und damit auch kontinuierlich anstieg. Ich weiß noch, als damals der zum ersten Mal plötzlich, völlig unnatürlich, dass der Vollbeschäftigung plötzlich Arbeitslosigkeit entstand, hat keiner gewusst, wer das kam. War total kopflos. Da hat ein Blick auf den Zinsbogen gezeigt, woher der resultierte, aus der höheren Zinsbelastung, die nicht mehr zu tragen waren, entsprechend zu Abbremsungen der Wirtschaftstätigkeit führte. Das wird bei jedem Zinsanstieg deutlich, wie jeweils die Arbeitslosigkeit im Nachhinein hochschießt. In den letzten Jahren ist das nicht mehr so deutlich erkennbar durch die verschiedenen Maßnahmen, die der Staat ergriffen hat, um die Arbeitslosigkeit zu mindern, durch Umverteilung, durch Hartz IV und so weiter und so fort. Was bleibt dabei? Dass jede Zinssatzerhöhung automatisch die Probleme in Rat der Umverteilung vergrößert. Wir haben eben schon angesprochen, dass jeder Haushalt Zinsen zahlen muss, wenn er jeder Zinsen bekommt. In welchem Maße sich die Verschiebungen abzeichnen, kann man hier nochmal an dieser Karte erkennen.
in die Zugangsraten Milliarden aufgetragen, Milliarden Euro, in den jeweiligen Jahrzehnten. Immer erstmal die im Hintergrund auftauchende Treppe, graue Treppe, die gibt mir auch die Zugangsraten des Sozialproduktes, die wir sehen, auch gestiegen sind, aber bereits im letzten Jahrzehnt ja abgesunken sind, deutlich. Nicht nur im Nachbarschmal, wenn Sie hier noch eingetragen, die schwarzen Säulen, das heißt, ab den 80er Jahren, nach dem vierten, dritten Jahrzehnt bereits das Sinken begann. Das heißt, die Arbeitleistenden nehmen sie immer weniger an Kaufkraft und was ist übrig. Die gelbe Säule gegen die Zugangsraten erkenne ich Vermögen wieder. Wenn das Sozialprodukt zum Beispiel im Jahre, in den 19. Jahrzehnt, vorletzten Jahrzehnt, 48 Milliarden Anstieg gegen die Zinsumschriften und 188 Milliarden an die weißen Säulen und die Geldvermögen stiegen an um 336 Milliarden. Also Sie wissen, an den Nettolöhnen schieben wir 36 mal so 34 mal so stark an. 34 mal mehr als die Nettolöhne sind die Geldvermögen gestiegen. Diese Jahrzehnte. Wir sehen hier den Einbruch in den letzten Jahrzehnten, nicht nur bei der Arbeitszeit, den Nettolöhnen, also Einbruch war kein Sozialprodukt, aber auch bei den Zugangsraten der Geldvermögen. Eben aber eine enorme Zugangsrate noch an Zinserträgen und überstanden. Seit diesen letzten 10 Jahren haben die Menschen ihre Zugangsrate an Vermögen nicht mehr bei der Bank untergebracht. Die Sache wurde auch unsicher mit den Banken, das wissen wir ja. Und haben weitgehend in Sachvermögen investiert, um eine sichere Anlage zu haben. Also die Zinsen, die hier ausgeschüttet wurden, weißen Säulen, sind nicht verschwunden. Die wurden nur anderweitig untergebracht. Das ist vorgeblüht in Geldvermögen. Aber wenn man mal die Nettolöhne direkt vergleichen, Bruttolöhne, Nettolöhne mit den Bankzinserträgen, die in dieser Kurve sehen wir, dass die Bruttolöhne noch anfangs gestiegen sind, dann auch zurückgingen. Nettolöhne blieben gleichmäßig stark etwa, fielen dann deutlich zurück, wenn die Zinserträge der Banken dauernd gestiegen sind. Eine gegenläufige Bewegung, wobei das eine das andere erklärt. Denn in demselben Maße, wie die Zinsbezieher mehr bekommen, müssen andere weniger bekommen. Werden was würde das Wirtschaftswachstum exponentiell ansteigen lassen können. Die Folge dieser Entwicklung sind vor allen Dingen für jeden einzelnen Haushalt von Bedeutung. Denn jeder Haushalt, wie ich sagte vorhin, zahlt nicht nur Zinsen, der bekommt ja auch Zinsen. Und die Frage ist für jeden Haushalt nur, wie hoch ist das Verhältnis zwischen den Zinsen, die ich bekomme, die kennt man meistens in etwa, die man bekommen hat, und wie viel zahle ich an Zinsen im Laufe eines Jahres. Und dieses Verhältnis entscheidet darüber, ob ich Gewinner oder Verlierer bin. Wenn man wieder schneller mal nachgeht und wieder erstmal ansehen, die Verteilung von Zinsen im Gesamtvermögen in Deutschland im Verhältnis zur Einkommen, dann 2007. Verteilt auf 10 Haushaltsgruppen, entsprechend ihrem ansteigenden Verteilungsschlüssel. Hier ist also relativ harmlos Anstieg der letzten Haushalte, der letzten Zehntel der Haushalte hat etwa 110, 130.000 Euro Einkünfte im Jahr. Das ist bezogen auf die etwa 40.000 Haushalte, also etwa 10. Ja, das war ja. Ja.
die geben sollen, die nicht wieder mit verteilen sich die Geldvermögen in den Haushalten. Da sehen wir, dass die ersten drei Gruppen überhaupt nichts haben. Nach der letzten Arm- und Reichtumsbericht, den wir alle gelesen haben in den letzten 14 Tagen in Zeitungen, hat die erste Hälfte überhaupt kein Geldvermögen, auch kein Vermögen. Das war schlimmer geworden. Und die zweite Hälfte, der sammeln die alle Vermögen an. Das war 2007 noch ein bisschen milder, wie wir erkennen können. Er hatte noch immerhin was Kippe, Kippe noch ein bisschen gehabt. Und dann fühlte man es auch noch sehen. Aber dann ging es ja eckert in diese riesige Summe. Ist ja da. Und die Verteilungsschlüssel ist so, dass eben die Hälfte der Haushalte sozusagen nicht davon mitbekommt. Und die andere Hälfte, das alles, soweit nicht bei dieser Hälfte, das Gros, nämlich über 60%, beim letzten Zehntel konzentriert. Auch die anderen, 9. Zehntel, 8. Zehntel, haben es ein Plus, aber über die Lasten hinaus, aber er vielleicht unterschiedlich noch höher. Bei den 6. Zehntel, wie wir sehen können, bereits fast 2 Millionen im Durchschnitt aus. Im Durchschnitt von 10% der Bevölkerung, das heißt auch noch in diesem Zehntel der Bevölkerung, gibt es wiederum Arme und Reiche. Und wir wissen ja, dass diese rund an die eingeführten 95.000 Euro von Milliardären mein Vielfaches schätzen werden. In diesem Zehntel haben wir nochmal dasselbe Bild, was wir bei der gesamten Masse der Haushalte haben. Auch da gibt es Arme und Reiche, relativ, wenn auch relativ alle reich sind, die Unterschied riesengroß. Milliardäre gibt es ein paar Dutzend, auf 50, glaube ich, in Deutschland inzwischen Milliardäre, die noch mehrere Milliarden haben, bis zu 10, 15 Milliarden haben, wiederum in sich unterschiedlich aufgeteilt. Wenn die Masse der letzten 10% dann zu den kleineren, die eigentlich 100 Millionen haben, in der Tat eine gespaltene Gesellschaft, wie ich schon mal im Spiegel 1997 geschrieben wurde, die einen sind arbeitslos, die anderen lehren an der Börse und die Spitzengehälter und ihre Vermögen, arm und reich, driften in Deutschland auseinander und in der Mittelschicht wächst die Angst vor dem Absturz mit gefährlichen Folgen. Wie viel Ungleichheit verträgt die Demokratie? In diesem Punkt haben wir einfach verschreckt. Wenn wir daran denken, an den letzten Arm- und Reichungsbericht, dem 50% der Bevölkerung nichts hat und sich 60% über den reichen Zehntel konzentrieren, dann haben wir diese Grenze, die nur alltäglich ist, längst überschritten. Und die Folgen kann man nur jetzt auch haben. Denken wir mal daran, dass wir alle an den Zinszahlungen beteiligt sind, entsprechen unseren weiteren Ausgaben im Durchschnitt 40% unserer sämtlichen Ausgaben, die wir haben, sind Zinsen, die wir zahlen, ohne Zinsen. Bei Mieten, wie ich vorhin sagte, bis zu 78%, nicht weil der Vermieter besonders böse ist, sondern weil doch die Investitionskosten sehr lange halten. Haushälter, man spielt etwa 800 Jahre lang. Entsprechend ist der Kapitaleinsatz der größte Posten, wenn die laufenden Kosten relativ klein sind. Jeder zahlt also Zinsen. Jeder bekommt auch Zinsen, noch fast jeder. Die ersten 5% nach der letzten Erhebung nicht mehr. Und die noch gleich zwischen den jeweiligen Zinszahlungen und Zinslasten entscheidet darüber, ob sie bei dem System zu den Gewinnern oder Verlierern gehören. Sie dürfen nicht nur auf die Zinserträge ihren Sparbuch gucken, sondern müssen auch auf die Zinslasten gucken, die effektiv 40% aller Ausgaben etwa umfasst. Und dann ergibt sich dann, dass praktisch nur ein Zehntel der Gewinner ist, mit einem riesigen Gewinn. Das 9. Zehntel der aktuellen Hochzeitpreise war auch mal Gewinner, aber das Gros der Verlierer ergibt sich hier bei den ersten 80
ist ganz speziell der Haushalte. Sie verlieren die Zahlen dauernd drauf bei dieser Umverteilung über den Zins, überall bei allen Vorgängen stattfindet. Was ist zu tun? Kann man da etwas gegen machen? Muss man damit im System leben? Ist das unveränderbar? Absolut nicht. Dass es veränderbar ist, hat bereits die Vergangenheit gesagt, die wir in alten Dokumenten finden können. Da haben wir zum Beispiel bei den Städtegründungen in Deutschland ein interessantes Detail. Ab 1950 bis 1950 die Anzahl der neuen Städte, die gegründet worden sind, deutlich in welchem Maße in diesem 12. 13. Jahrhundert die Zins- und Städtegründungen explosiv vermehrt sind. Was war der Grund? Und nach den Erhebungen, das habe ich heute noch im Prospekt der Stadt Kürzen gelesen, auch diese ist im Jahre 1580 entstanden, mit Stadtmauer und so weiter. Die Bürger waren in der Lage, diese Investitionen zu tätigen. Nicht, weil sie gezwungen wurden, das kam auch vor, gab auch, selbstverständlich gab es auch vor. Aber es war nicht so wie im alten Ägypten, dass die Menschen ausgebeutet wurden, sondern ihnen alle ging es gut. Und die Ursache dieser relativen Reichtumszunahme war das damalige bestehende Geld, die sogenannten Praktikaten. Das war ein Dünnblechgeld, während vorher alle Geldsorten und Geldarten als Metallmünzen durch ihr Gewicht ihren Wert bestimmten, weil bei Gold und Silber leicht nachzuvollziehen, hatte dieses Geld praktisch keinen Eigenwert mehr. Es war ein Dünnblechgeld, zwar auch Silber noch geprägt, aber so dünn, dass der Wert praktisch nichtig war und die Geldstücke auch nur einseitig geprägt werden konnten, weil sie so dünn waren und damit auch nicht so haltbar waren. Aber der Haupteffekt war der, dass diese Praktikaten, die hier mal in der Vorstellung von Numismatikern vorgeführt wurden, und in der Erklärung konnte man erleben, dass eine bedeutende Epoche, deutsche Geschichte, die Zeit der Staufer, mit diesem Geld verbunden war. Und das war die Zeit, in der eben die Städtegründung möglich wurde, weil der Zins verschwunden war. Und zwar deswegen, weil dieses Geld durch eine wenige Haltbarkeit einmal keinen Wert hatte, den man verzinsen konnte, sondern vor allen Dingen, weil dieses Geld regelmäßig umgetauscht werden musste. Es lief vielleicht ein halbes Jahr um, da wurden die Praktikaten gegen neue Praktikaten eingetauscht und bei diesem Umtausch musste jeder, der die alten Münzen nun hergab im Umtausch, davon 10% oder so auch immer Euro oder Viertel als Schlagschatz verlieren. Er bekam weniger neu, als er alt zurückgegeben hatte. Er verlor also bei dem jeweiligen Geldtausch mit dem Ergebnis, dass er sein Geld auch ohne Zinsen verlieh, denn er war ja froh, wenn er einen fand, der sich verpflichtete, ihm sein Geld wieder im alten Wert zurückzugeben, also in neuen geprägten Praktikaten als Münzen, wenn die Umtausch zwischenzeitlich stattgefunden hat. Der Risiko ist der Kreditgeber und der Verleiher hatte keine Verluste, auch wenn der zwischendurch der Geld, das Geld zwei, dreimal verrufen worden war. Er bekam seine Summe zurück vom Ende. Und daraus resultiert dann diese Blüte des Hochmittelalters, die dann die Städte gründen und das nach sich bringen. Dieses Modell eines anderen Geldes hat Vito Grinnell vor 100 Jahren wieder eine Änderung gebracht und hat auch Konsequenzen gezogen, nämlich auch unser heutiges Geld mit einem Abschlag verbunden werden soll. Nicht mit einer Verzinsung, sondern mit einem Abschlag, der das Festhalten von Geld und das Zinserpressen unattraktiv macht. Wenn ich zum Beispiel auf meine Bargeldbestände
in einem Umtausch jeweils nur 90% zurückkriege von dem, was ich abgegeben habe, habe ich einen Verlust von 10% gekauft zu nehmen, wenn ich mein Geld unnötig ansammle. Das Ansammeln von Geld wurde dann praktisch bestraft durch den Umtausch. Die Folge war, man gab es auch ohne Zinsen, wie gesagt, frei. Und dieses Muster in der großen Krise der 20er, 30er Jahre in verschiedenen Städten übernommen. Das bekannteste, das Wunder von Wörgl, in dem durch ein Hilfsgeld, was der Bürgermeister Rossi gegeben hatte, bei dem man jede Monat oder jede Woche musste man einen Marker aufkleben, damit er die Entscheidung werden, wer von seinem Wert vergibt. Ohne Marker war er weniger wert entsprechend. Und deswegen hat man dieses Geld nicht mehr gehortet. Man hat auch nicht daraus spekulativ Geschäfte machen wollen. Dann kam es weiter und mit der Weitergabe, er legte die Wirtschaft wieder auf. Und die Gemeinde von die Erde von den abbauen und neue Straßen bauen, die Schanze bauen und so weiter in der Zeit, was vorher nicht möglich war, undenkbar war. Und diese Wunder von Wörgl hat damals sogar auch die Wirtschaftswissenschaft belebt. Der bekannte amerikanische Wirtschaftswissenschaftler, Fischer, hat sogar seinen Assistenten nach Wörgl geschickt, weil er klar, dass ich mal genau auf und drauf mache mit der Sache. Und er war der Meinung, dass das das richtige Mittel wäre, um eben die nachhaltige Krise aufzulösen. Und hat sich dann als Schüler, wie du gesetzt, aus dem Scheinwurfschüler, wie du gesetzt, geoutet. Es gibt also Möglichkeiten, dieses System zu besprechen. Zum Beispiel, wenn man bei uns einführen würde, dass die Zinsbleibe, die wir heute haben, die ja bei kurzfristigen Einlagen und Krediten gering ist und die Wesensbeträge jeder Länder mit längerer Aufmerksamkeit, wenn man die belasten würde, das Geld hatte durch eine Umlaufsicherungsgebühr, würde sich praktisch jeder Zinspunkt verschoben, der Zinspunkt verschieben. Im extremen Fall könnte es sogar sein, dass die Zinssätze weitgehend unter Null fallen. Dann würde sozusagen der Zins neutralisiert. Und diese Überwachungsentwicklung, die wir vorhin alle gesehen haben, anhand der Darstellung Drogen auf Geldvermögen, Schulden und Zinsen und Umverteilungen zwischen den Haushalten, siehe 1913 Bericht, würde man vermeiden können. Fassen wir mal eine letzte Grafik, die da noch zusammen. In Form von Zahnrädern, die ineinander greifen. Warum kommen die Räder? Haben wir drei Zonen im linken Kreislauf, der gelb angelegt ist, und im rechten drei Halbkreise, die weiß sind, in der Mitte die Wirtschaft. Die Wirtschaft ist der Vermittler zwischen den Einkünften, die hier vom Geld gefordert werden, und den Einkünften, die hier an die Arbeit und Menschen fließen. Je mehr man hier an den Geldkreislauf zahlen muss, umso mehr nimmt diese Größen dieser Zahnräder zu. Die Massen der Geldvermögen erdrücken immer mehr die Wirtschaft als Klumpen. Und entsprechend sinken, in welchem Maße die Zinsen abfließen aus der Wirtschaftsleistung, die fallen zurück, die Arbeit, Einkünfte der Gewinne und Unternehmen fallen zurück. Die Folgen sind entsprechend dann auf Dauer gesehen soziale Spannungen, Armut, Arbeitslosigkeit, Unruhen, Pleiteanstiege, Massenstreiks und zunehmende Probleme, die sich letztendlich so aufschaufen können, dass sie in Bürgerkriegen oder in Aufständen und Revolten enden. Was das bedeutet, ist ja auch wahrscheinlich nachvollziehbar. Der Ausweg, den wir heute aus diesem Dilemma haben, zwischen der Verteilung der Ansprüche der Geldzone und den überbleibenden Einkünften der arbeitenden Menschen, wird heute versucht zu schließen durch mehr Wachstum. Mit mehr Wachstum aber, wenn wir auf Ausweg sehen, alle Regierungen rufen immer nur nach mehr Wachstum, weil es die einzige Chance ist, wird aber die Umweltbelastung ständig größer und die Umweltzerstörung und der Verbrauch der letzten Ressourcen beschleunigt, die wir noch der Erde haben. Auch da sind die Folgen wiederum Umweltkatastrophen oder auch Kriege um die letzten Ressourcen, wenn es mal schlechte Öl geht oder auch andere. Güter der Erde knapper werden, ist niemals der Frieden konkret so sicher wie bei normalen Verhältnissen. Das
Das heißt also, wir müssen, wenn wir dieses Problem lösen wollen, das ansetzen an der Wurzel der Übel. Und das ist der Zins, der Zinseszinseffekt, der die Geldvermögen und Schulden steuerlich wachsen lässt und damit wiederum die Zinsströme, die von arm zu reich fließen. Eine immer größere Masse. Ich möchte nicht versäumen, ich habe bei der Vormittag auf Wort geschrieben, auf die Bodenfrage hinzuweisen, die ja das zweite Anliegen, das ich generell war, nämlich eine Bodenreform, die bei den Boden das deutlich macht, weil im Grunde für alle natürlichen Güter gilt, die können nur im Besitz aller Menschen sein, im Privatbesitz. Denn wenn Boden unvermehrbare Güter privat übersetzt werden, hat jeder Besitzer eine Art Erpressungsschraube in der Hand, mit der er eine Belohnung für die Freigabe, Überlassung erpressen kann. Der Boden wird heute einfach mehr oder weniger in die Vermögen eingerechnet, aber seine besondere Kraft, besondere Art von Vermögen, also nicht durch Arbeit vermehrt werden kann. Das gilt für alle Schätze im Boden ebenfalls. Für alle Vorkommen im Boden. Es gilt für Wasser, es gilt für Luft. Das darf niemals privater Besitz sein. Und das ist ein wichtiges Anliegen, das wir auch vertreten müssen, wenn wir in Zukunft eine friedliche Welt haben wollen. Ich hoffe, einige Gedankenanstöße geliefert zu haben und danke Ihnen für eure Zuhören. Empfehlung relativ kurz und dann können auch viele drankommen. Ich versuche das ein bisschen zu koordinieren. Also die erste Meldung, 2, 3, fangen wir mal so an. Ja. Mein Name ist Thomas Bauer, mir war aufgefallen, dass Helmut Kreuz sagte, dass wir 100.000 Euro pro Person an Schulden haben. Kann die Differenz sein, die ich bisher kannte, zu bei 2 Millionen Schulden und 80 Millionen Einwohnern? Das macht dann ungefähr 25.000, dass die wirkliche Verschuldung pro Kopf noch deutlich höher ist, als sie in den Haushaltsschulden angegeben werden. Helmut Kreuz liest die Bundesbankberichte und das würde bedeuten, statt 25.000, 100.000 pro Kopf Verschuldung, jedes Baby mitgerechnet, dass die wirkliche Verschuldung um das Vierfache höher wäre. Das glaube ich kann nicht beantworten. Da hat er einen falschen Begriff verwendet und zwar, diese 100.000 beziehen sich auf die Gesamtverschuldung der kompletten Wirtschaft. Wir sprechen von 8 Billionen Gesamtgeldvermögen, denen in gleicher Höhe die Schulden gegenüberstehen und die, dann geht die Rechnung nämlich wieder auf, wenn es über 80 Millionen, deshalb diese 100.000. Die reine Staatsverschuldung, das hat er dann aber auch in der Folge gesagt, die bei 2,5 Millionen liegt und dann sind wir entsprechend mit 22.000 oder 23.000 pro Kopf. Ja. Also das war da einfach nur ein kurzer Rückschluss, aber die Zahl insofern rund 8 Millionen jetzt schon. Mein Name ist Gerhard Bordner, ich bin Bankkaufmann, habe 30 Jahre in diesem System gearbeitet. Ich habe mich diesem System entzogen. Das heißt, ich arbeite nicht mehr für Banken, Versicherungen, Investmentfondsgesellschaften etc. Ich bin aktives Mitglied der Piratenpartei. Und ich bin hier, um neue Ideen aufzunehmen und diese auch in der Piratenpartei mit einzubringen.
Deine Kreuz. Wir sind, oder auch ja alle, die zuhören, wir sind ja Teil dieses Systems. Das ist selbstverständlich. Was haben Sie bisher getan, um sich diesem System zu entziehen? Sie persönlich? Weil Sie das ja alles wissen. Also finanziell und wirtschaftlich. Was ich getan habe. Die Frage sollte sich mal jeder selbst stellen. Was haben Sie konkret getan oder was wollen Sie tun, um diesem System die Liquidität zu entziehen? Aufklärung, psychologische Zusammenhänge, die Wirkungsmechanismen, das kann ich tun. Ja, dann sind wir aber betroffen, wissen aber ja gar nicht, was wir tun sollen. Er will doch darauf hinaus, was du ganz persönlich in deinem Leben verändert hast, um dich aus diesem System, wie er es jetzt zum Beispiel beruflich getan hat, zu machen. Ich habe deinen Beruf aufgegeben und habe mich sozusagen in Rente begeben. In diesem Berufsleben habe ich noch Türen dieser Aufklärung zugehört. Das habe ich getan. Ich habe vielleicht mit Mühe und Not diese ganzen Verhaltensunterlagen gesammelt über lange Jahrzehnte hinweg. Das ist meine Zuschuss zu diesem Prozess. Und natürlich meine Bücher. Ich sehe ja gerade oben, dass auch mein Buch angeboten wird. Letzte Ausgabe, so war 2007, fünfte Auflage. Meine Frau sagte, das Geld ist in Rom. Das geben wir hier noch oben, weil das nachlesen will. Viele Grafiken auch sich erwerben kann. Ich weiß, was Sie meinen. Und ich will das vielleicht damit ergänzen und vielleicht einen Gespräch nochmal machen zu Nico Pech gestern, weil da ist mir auch was, wir haben dann so eine Diskussion im Nachhinein gehabt. Indem er im Grunde genommen nicht aussteigt, so wie Sie jetzt komplett und sein persönliches Leben verändert, sondern diese Kunde und die Zusammenhänge hinausträgt, hat er ja diesen Multiplikationseffekt. Das heißt, da sind Menschen wie Sie und andere Menschen jetzt angeregt, Veränderungen, für, ob das im ganz persönlichen Bereich ist, zu treffen oder sich dafür zu verengagieren, dass politisch diese Veränderungen herankommen. Beispiel Nico Pech vergessen, da fiel mir auf, wenn dieser helle Kopf, der so klar die Gedanken zusammenfasst, wo eigentlich wo die Hebelpunkte sind und der sie ja auch ganz konkret auf den einzelnen Menschen angeht, wenn dieser Mensch seinen eigenen Multiplikationseffekt noch stärker nutzen würde, indem er zum Beispiel mit einem Learjet, das furchtbar umweltbelastend ist, auf der Welt rumreisen würde und diese Gedanken unter die Menschen fragen, dann wäre der positive Effekt dieser Arbeit wesentlich größer wie der Einspareffekt, den er dadurch erzielt, dass er sich ganz persönlich sagt, ich entziehe mich diesem ganzen Umwelt. Ja, die Dame war sowieso dran als nächstes. Das war nur ein Gedanke, der ich kenne ihn ganz gut und er lebt ja ungefähr auch so. Er ist übrigens auch die gefragte freischaffender Künstler, hat keine feste Professur, sondern nur so Gastprofessuren, mal dann. Und er lebt auch so ohne Auto seit Jahren und so weiter. Also, und er ist jeden zweiten Tag in der Bahn, das reicht ja. Ja, also, als ob er nun in Bangkok einen Vortrag hält oder nur von Göttingen nach Nordheim fährt, das finde ich nicht so wichtig. Also, ich würde sagen, er macht es zu großen Teilen. Ich finde, sozusagen, ja, und Nico Pech hat auch die Beispiele genannt. Er hat ja gesagt, sozusagen reduzieren und anfangen mit Subsistenzarbeit, zum Beispiel versuchen, mit Halbtags aufs Netz zu kriegen, sich die Hausarbeiten wieder zu widmen, den Gärtnern und den Regionalgärtnern und ähnliches. Also es wurden Beispiele genannt. Und insofern finde ich, natürlich gehört das Kurdenwandern dazu, wie Attac es ausdrückt und viele ähnliche und meinetwegen das Unterstützen der solidarischen Ökonomie, dass die in die Länder kommt, stattdessen man jetzt sozusagen dass man nur sitzt und nur denkt oder so. Ich habe aber auch nicht zwei Fragen. Und ja. Zwar, einerseits wollte ich noch anmerken, als Bodenreformerin, es ist, ich rege mich mal wahnsinnig auf, wenn wir hören in dieser Welt, es wäre ganz prima, dass wir jetzt die Urbanisierung haben und jeder Zweite in der Stadt leben darf und nicht dazu gesagt wird, dass das ein Effekt ist, zum Beispiel in Afrika von Landgrabbing und sogar in Brandenburg von einer Kaputtmacherei der Landwirtschaft, weil die Leute in der Stadt nachher zum großen Teil arbeitslos sind. Also Berlin ist die Hauptstadt der Prekären oder der ganz Armen, ja, und da sozialversicherungsfähig sind ja nur noch ein Drittel beschäftigt.
Aber ich würde gerne die Krisen und auch die Gegenbeispiele, die Sie genannt haben. Zum Beispiel der Erste Weltkrieg ist das Symptom, auch ein Hoch sind sozusagen Effekte gewesen, oder ist es nur eine These der Historiker ist, die Arbeiterbewegungen, die sozialen Bewegungen sollten ausgeschaltet werden, auch mittels Krisen. Oder hat das auch mit Zinsen zu tun? Hast du verstanden, der Bezug des Ersten Weltkriegs? Also die Arbeiterbewegung bezieht sich ja meistens auch in den Zustand der arbeitenden Menschen, in die irgendwie unterbezahlt fühlen oder ihr gegen das, was Forderungen nicht ihnen am Boden zu fehlen scheint. Aber sie erkennen nicht den vielfach größeren Diebstahl, Anführungszeichen, der hinter uns unabhängig stattfindet von dem Prozess, den ich hier erklärt habe. Ihre Fragen anbelangt, kann ich hier nicht besonders draufstellen, aber ich wäre auch unmittelbar aus der Kommandantenbewegung, und wir haben die Konferenzen gezogen, haben vor 25 Jahren Wagen abgeschafft, wir machen keine Flugreisen, so gesehen, und was wir finanziell erübrigen können, das fließt weitgehend in Initiativen, die sich mit diesen Veränderungsfragen befassen. Das ist ein Schritt. Ich finde das sehr wichtig und Sie sollten das auch gut sagen, weil jeder einzelne Mensch kann etwas tun. Wenn die Deutsche Bank, können sie ganz einfach in die Illiquidität treiben. Wenn 5% der Kunden mit 5% ihres Kapitals dort weggehen, ist die Deutsche Bank faktisch pleite. So. In meinem Leben, ich zahle keine einzige Überweisung an eine Großbank. Ich bin im Augenblick mit der Polizeipräsidium in Berlin im Clinch, weil die haben bei der Postbank ihr einziges Konto, wo ich mein Knöllchen bezahlen kann. Und ich habe denen gesagt, ich zahle es nicht. Weil es kann nicht sein, dass die Polizei Berlin, ein Staatsunternehmen, kein Konto bei einer Sparkasse hat. Ja, sie lachen. Aber das ist der späte Tropfen. Höhlt den Stein. Darüber müssen Sie nachdenken. Jetzt haben wir drei weitere Meldungen. Die Dame war zuerst der Sein und dann der Herr Kretschmann. Also die drei Kategorien. Meine erste Frage wäre, was haben Kriege der Neuzeit, also Irak, Afghanistan, Libyen, Syrien, jetzt Mali neuerdings, was haben Sie oder haben die überhaupt etwas auch? Ist das eine Folge dieses Geldsystems, so wie es ist? Ob die Kriege, die derzeit weltweit im Gange sind, ob es da auch direkte Verbindungen zu gibt. Also vor allen Dingen die Kriege, die von der NATO ausgehen. Kann man schwer sagen, aber ich würde sagen, dass ja auch zwischen den Ländern Umschichtungen stattfinden, die soziale Folgen haben. Nach sozialen Problemen innerhalb der Länder nimmt dann immer auch der Trend zu, von den eigenen Sachen abzulenken und die Nachbarn als die Bösewichte hinzustellen. Und sozusagen selber das Problem von sich wegzuschieben. Letztendlich ist das so verzwickt und verzahnt, dass alle Länder heute eingebunden sind. Es gibt ja kein Land, was praktisch nicht sich an den Sachen beteiligt, an den beschriebenen Entwicklungen der Geldvermögen und Schulden. Ich möchte doch gegenüber dem Mann von der Paradepartei genau die gegensätzliche Meinung vertreten. Ich persönlich in meinen Aktivitäten kann nichts zur Veränderung tun, außer Aufklärung. Weil das System ändert sich nicht, ob ich von der einen Bank zur anderen gehe. Deshalb wollte ich jetzt die Frage an Herrn Kreuz stellen. Wenn Frau Merkel, das hat sie neulich gesagt, sie will sich verhalten wie eine schwäbische Hausfrau, nicht mehr ausgeben, als sie einnimmt. Was würden Sie hier antworten? Du hast sofort verstanden? Okay. Damit hat die Frau Merkel zunächst auf jeden Fall mal was sehr Populistisches gesagt, weil das auch für jeden Bürger ja natürlich sofort eingängig ist. Aber Helmut hat zum Beispiel eine Grafik oder ein Textbeispiel von Rüdiger Pohl, war das glaube ich, der Wirtschaftsexperte und Professor, der ganz klar gemacht hat, dass Geld, Sparanlagen, die ja automatisch wachsen, wie er sehr nachgewiesen hat, entweder vom Markt aufgenommen werden müssen, es müssen sich entweder Unternehmen verschulden oder Privathaushalte, und als letzte Instanz ist der Staat verpflichtet, diese Verschuldung aufzunehmen, um keine inflationären Tendenzen entstehen zu lassen.
Wenn jetzt die Frau Merkel sagt, wir als Staat steigen da aus und sorgen dafür, dass Einnahmen und Ausgaben in einem Gleichstand sind und verschulden uns nicht neu, sagt sie damit, ihr liebe Wirtschaft, ihr liebe Privatunternehmer, ihr Privathaushalte, ihr seid das jetzt, die die weiterhin ja exponentiell anwachsenden Geldvermögen in Form von Verschuldung aufnehmen müsst, was unterm Strich nichts anderes bedeuten würde, dass die Belastung in der Gesamtbevölkerung dennoch gleich bleibt. Nur ist es so, dass diese zwei Pferde nicht so einfach zum Punkt zu bringen sind, sondern dass ein Privathaushalt oder auch ein Unternehmen eine freie Entscheidung ist, inwieweit er sich verschuldet oder das nicht tut. Der Staat ist der allerletzte, der sich aus dieser Verpflichtung zurückziehen kann, weil er die Verpflichtung hat, dieses Gesamtsystem aufrechtzuerhalten. Das heißt, wenn die Frau Merkel so etwas sagt, deutet es eigentlich eher an, dass sie diese Zusammenhänge nicht sehen kann oder nicht sehen will. Jetzt war der Herr Kretschmer hier vorne, dann sind wir von Reden. Und ja, die fordern eine Bodenreform, stand im Raum, und die hatten in diesem Fall einen schlechten Beigeschmack. Ich bin der Meinung, wir sollten von einer Bodenrechtsreform sprechen. Und diese Bodenreform, das war keine Bodenrechtsreform, die hier stattgefunden hat. Wir brauchen eine Bodenrechtsreform. Und die Grünen im Land Schleswig-Holstein, die fordern sogar eine Erhöhung der Grunderwerbsteuer. Da kann man sehen, wie die Meinung auseinandergeht. Ja, das war ja eine Feststellung, kann man nur unterstreichen, die Grunderwerbsteuerreform, die derzeit ja auch vorgeschlagen wird. Ich glaube, das ist auch hier schon vorgestellt worden von der Röhr. Das ist ja so ein Weg. Aber keine Erwerbsteuer, sondern Grundsteuer. Ja, jetzt sehen wir von mir und dann ganz hin. Und Konrad, ja. Ich möchte ganz konkret hier zu diesen Bankmenschen mal etwas sagen. Ich finde das ganz toll, dass sie Konsequenzen gezogen haben. Was ist nicht, wer was? Ich. Ah ja, ich finde das toll, ganz toll, dass sie Konsequenzen gezogen haben. Ich habe das Glück, dass ich seit gut 60 Jahren mit den Gedanken, die Helmut Kohl schon vorgetragen hat, betraut bin. Und ich habe als junger Mensch mich dafür eingesetzt und habe in vielen Fällen sehr große Enttäuschung erleben müssen, weil ich natürlich ständig gegen Wände gelaufen bin. Ich habe dann aus diesen Erfahrungen gelernt und habe dann in der Alternativbewegung mich für Projekte der Bodenandersbetrachtung aktiv beteiligt. Wir haben dann also Dorferneuerung gemacht praktisch. Wir haben also Land gekauft. Also seitdem ich eingetreten bin in das wirtschaftliche Leben, seit ich die Möglichkeit hatte und Möglichkeit hat, eventuell auch da etwas mit zu bewegen, habe ich mich für diese Dinge eingesetzt, soweit ich das konnte. Aber ich bin der Meinung, dass es ganz wichtig ist, dass wir vor allen Dingen am Bewusstsein am arbeiten. Das Bewusstsein der Menschen ist das Entscheidende. Und wenn Helmut Kohl seit 1980 ungefähr oder 82, da sind wir das erste Mal begegnet, da hat er zu mir gesagt, ja, ich beschäftige mich seit einiger Zeit mit diesen Dingen. Und sind Sie denn schon länger dabei? Ich sage, ja, habe ich gesagt, ich bin schon etwas länger dabei. Er sagte, ich will mich da jetzt noch viel tiefer mit hineinbegeben in diese ganze Materie. Das ist ja so wahnsinnig interessant. Und das hat mich so gepackt. Ich glaube, ich gebe das einigermaßen richtig wieder, was Sie damals mir gesagt haben. Ich habe jetzt einen Tag, nämlich den Montag, reserviert, um mich nur mit dieser Arbeit zu beschäftigen. Und wir sind damals zusammen im Auto gefahren. Ich hatte kein Fahrzeug mit und das war weit weg, wo wir uns getroffen haben, nämlich in Lahnstein. Und ich musste zum Bahnhof nach Koblenz und da habe ich mich mitgenommen. Da hatten wir also Zeit, uns etwas zu unterhalten. Und ich muss sagen, diese Arbeit, die er seit dieser Zeit geleistet hat, die ist so toll, dass ich das einfach mal erzählen möchte. Und ich danken möchte für diese ganze Zeit. Jetzt sehe ich gerade das Signal, dass wir noch 10 Minuten haben. Es sind einige Meldungen. Schließt es jetzt mal, ich denke, ich habe es alle im Griff. Da fängt es jetzt mit Konrad im Hintergrund an. Konrad Richter, ich probiere mich kurz zu fassen. Ich glaube, alle stimmen irgendwo überein, dass eine Urlaubssicherung
eine gute Sache wäre. Die Frage ist, wie kriegt man es pragmatisch hin, sodass es auch von der Mehrheit der Bevölkerung anerkannt wird? Und meine Frage ist, wäre nicht eigentlich eine Vermögenssteuer mit gleichzeitiger Entlastung des Faktors Arbeit im Endeffekt, hätte das nicht die gleichen Konsequenzen, weil ich im Wesentlichen von den Nettozinsgewinnern den Zins wegnehme und denjenigen, die Arbeitseinkommen haben und damit nicht Zinsgewinne, das sozusagen wieder gutschreibe? Was willst du schreiben? Ich bin zu frei, Antworten für mich. Also ich glaube, dass wir da Brüder der Gedanken sind und denke ich an beantworten. Fangen wir mit dem letzten zuerst an. Das ist ja im Grunde die Politik, die vorangetrieben wird, mittlerweile ja auch von der CDU. Es ist eine Rückverteilungspolitik und die Linken sind ganz vorne dran mit ganz massiven Vorschlägen und dann stuft sich das so ein bisschen ab, aber im Grunde sind sich alle einig. Das hat sicherlich seine Richtigkeit, muss garantiert auch überlegt werden, sowieso, da wir an einer Stelle angekommen sind, wo die Ungleichverteilung so deutlich geworden ist, dass man sich über solche Konzepte Gedanken machen muss, unabhängig davon, dass es natürlich grundlegende Reformen braucht, wie die von Ihnen angesprochene Umlaufsicherung. Bei der Rückverteilung haben wir natürlich das Problem, dass es immer ein Aufeinanderprallen verschiedener politischer Interessen ist und dass es ein dauerhafter Kampf ist. Und dass der dauerhafte Kampf natürlich auch zusätzlich noch von verschiedenen Machtstrukturen getragen wird, beziehungsweise von ungleichen Partnern geführt wird. Da sitzen auf der einen Seite die heute wahnsinnig profitieren und ein Geflecht, auch ein politisches Geflecht erzeugt haben, das schwer zu durchbrechen ist. Das heißt, große Vermögenssteuern, Vermögensumverteilungen wird es nicht so einfach geben ohne großen Kampf. Die Bestrebungen dahin sind sicher gut und richtig, weil wir brauchen eine Rückverteilung. Das, was hier passiert ist in den letzten 40 oder 50 Jahren, braucht ein Regulativ nach unten. Da bin ich einig. Was aber überhaupt nicht politisch diskutiert ist, da war der erste Teil in der Frage, ist eben Maßnahmen wie dieser Umverteilungseffekt, der heute quasi automatisch abläuft, verändert werden kann. Und der kann eigentlich nur durch eine Reform verändert werden, die an die Substanz des Wirtschaftssystems geht, so wie wir sie heute haben. Wenn man diesen mathematischen Prozess von Geldvermögensentwicklungen auf der einen Seite sieht und irgendwo den physikalischen, der Verschuldung, physikalisch deshalb, weil Verschuldung nur bedient werden kann durch Arbeit und Leistung und die an ihre Grenzen stößt, Mathematik stößt an keine Grenzen, die geht nach oben durch. Und wenn ich diesen Prozess nicht verändere, dass es das nicht mehr gibt, dass diese automatische Umverteilung verändert wird, dann werde ich grundlegend nichts ändern. Ich kann immer nur eingreifen, mildernd in ein System eingreifen, das aber als Ganzes immer weiterläuft. Leider ist die ganze politische Landschaft nicht so gestrickt und das haben wir ja sehr deutlich. Antje Vollmer sitzt noch hier und auch der Sven Giegold hat uns eigentlich ganz deutlich im Stammbuch geschrieben, dass politische Veränderungen zwei Dinge mindestens voraussetzen. Das eine ist eine breite Forderung, die aus der Bevölkerung kommt, wo viele Organisationen, viele Menschen dastehen und sagen, das ist etwas, da möchten wir hingehen. Dafür sind Politiker sensibel. Politiker sind weniger sensibel für nüchterne Überlegungen und die Dinge, die wir hier für selbstverständlich halten, die leuchten bestimmt vielen Politikern ein, aber die sehen da in der Bevölkerung nicht, dass dort eine entsprechende Resonanz da ist. Und deswegen schweigen sie. Das würde ich jetzt so nicht nennen. Also die sind auch alle Menschen. Wir haben sehr deutlich gemerkt bei den Politikern, die hier waren, dass das alles Menschen sind. Und zwar nicht unbedingt schlechte. Scheint immer so ein Gegensatz zu sein. Unsere Volksvertreter, das sind die wir dahin gewählt haben. Und wir haben sie durch bestimmte Prozesse gewählt. Wir, da meint man natürlich auch alle, die heute nicht hier anwesend sind, und durch viele Mitbevölkerung. Was es gilt, ist für uns eigentlich diese Basis zu schaffen, damit es hörbar wird. Und dann werden die Politiker reagieren. Die zweite Sache ist auch deutlich geworden, Sven Giegold hat das gesagt, der ganze Wissenschaftsapparat spielt auch eine große Rolle. Das heißt also, unabhängig von Bevölkerungsstimmungen, die letztlich aber für die Wahlergebnisse sorgen, spielt natürlich Wissenschaft eine große Rolle. Und solange Politiker, ich sag mal, Reformvorschläge in wissenschaftliche Kreise hineingeben und dort die Rückmeldung kommt, alles Quatsch, vergesst es, könnt ihr auf die Seite schieben, sagen sich Politiker, da steige ich jetzt gedanklich nicht ein und komme da zu anderen Schlüssen, weil da sind die Experten, in der Bevölkerung ist wenig Resonanz. Ergebnis ist, dass es eine zähe Veränderung in so eine Richtung gibt, leider. Ich kann nochmal sagen, Bewusstseinsveränderung, Bewusstseinsveränderung, Bewusstseinsänderung. Und
daran müssen wir alle mitarbeiten. Und vielleicht Organisationen von bürgerschaftlichem Engagement, das hörbar und erkennbar wird für Politik. Das ist ein vernünftiger Weg. Und vor allem ist es ein positiver Weg. Weil sich zu engagieren für etwas, wo man mit Herzblut verfolgt, macht einem selber Freude und führt quasi automatisch zu dieser Resonanz. Daran kommt Politik nicht vorbei. Politik hat, glaube ich, großen Respekt und große Sensibilität für Dinge, die sich in der Bevölkerung ganz klar artikulieren. Jetzt war da noch ein, da werden sich nochmal gemeldet, und der Herr Stadler und Jonathan Wies, und ich weiß nicht, ob wir das noch schaffen, weil da kommt die zeitliche Meldung. Ich wollte nochmal nachfragen, dieses Filmsystem, was Sie jetzt haben, das wurde ja damals im Deutschen Bund, wurde das konstruiert. Und ich wüsste gerne, wer sind diese Konstrukteure, wer sind die Mitarbeiter, die das genau so konstruiert haben, damit das dabei herauskommt, die Reichen immer mehr gefüttert werden. So wie das System, das war ja absehbar, ist das System, ist ja schon mal zusammengebrochen und war da genauso konstruiert. Wer sind die Hintermänner und in Interessen hinter diesem System, das so konstruiert wurde? Ja, da gibt es keine Hintermänner. Es gibt ein falsches System, also wo ja auch hundert oder tausende sozusagen installiert ist, dass man für Geldfreigabe eine Belohnung erfordern oder erpressen kann. Die Möglichkeit, ein öffentliches Gut zur Erpressung bei einem anderen zu nutzen, ist ein Fehler. Der ist nicht geplant worden, hat sich ergeben aus der Verlegenheit des Geldes, die in den Waren und Gütern nicht dagegen eintauschen kann. Die Waren werden alt, verwerben, also den Geld unterlegen. Alle Güter, alle Menschenschaft ist dem Geld unterlegen, was eine als Dauer einen Wert hat, den man beim Verleihen nicht lohnen lässt. Das liegt an den Menschen, da kann sie, wenn sie das Geld höher schätzen, als die Jahre im Laden, die morgen alt sind oder verdorben sind, und auch Überlegenheit darstellen, denn alle anderen Güter sind unterliegen der Natur und dem Vergehen. Nur das Geld nicht, wenn es inflationsfrei geregelt wird. Und da von dem GT hat sich schon gemacht, ergeben ohne Planung böser Menschen, das ist heute von bösen Menschen falsch genutzt wird, würde ich den Menschen nicht als böse betrachten, sondern das natürlich verhalten. Höchstens diejenigen, die praktisch bei dem System bewusst das Wissen über diese Hintergründe versuchen zu verdecken, den Vorwurf machen, dass sie praktisch auch verhindern, dass man das System ändert. Der Herr Stadler und dann Jonathan und ich denke, mit Ihnen können wir dann abschließen. Ein Problem ist allgemein überhaupt nicht angesprochen, aber auch in unserem Denken noch nicht verankert. Wir streben zwar an, dass die Schulden abgebaut werden, damit wird aber dieses Kapital nicht abgebaut und sucht wiederum neuen Reproduktion durch Zins und Zinseszins. Unsere Regierung, unsere Unternehmen müssten eigentlich ganz genau dazu sagen, ich zahle jetzt so und so viele Millionen der Schulden ab, aber dieses Geld darf nicht mehr im Kreislauf weiter rumgeistern und die Wirtschaft, die Realwirtschaft belasten. Darüber müssen wir ganz ernsthaft nachdenken. Und da will kein Politiker an diese Frage ran. Unser bayerischer Ministerpräsident sieht im Moment in den Wahlkampf. Er hat jetzt das zweite Haushaltsjahr ohne Neuverschuldung. Und er will anfangen, in diesem Jahr noch eine Milliarde zurückzuzahlen und die gesamte Staatsverschuldung in den nächsten 15 Jahren auf Null bringen. Aber er sagt nichts, wohin diese zig Milliarden verschwinden sollen. Solange sie aber da sind, im Finanzkreislauf, erpressen sie nach wie vor weiter die Realwirtschaft. Und das sind wir alle. Wenn die Politik heute von Schuldenabbau regeln, dann meinen Sie den Abbau der Neuverschuldungen, die der Schuldenbremse, sondern der
die Verwertung der Schulden, die heute automatisch läuft, die möchten Sie beim Staat reduzieren und auf Null bringen. Aber die Schuldenmasse, die heute besteht, würde weiter vorhanden sein. Das kann ich also denken, dass der Staat verlagert, echt die Schulden abzubauen. Das kann nicht denkbar. Nur bei einer Inflation als die Möglichkeit. Die Union, ich kriege gerade das Zeichen, dass man abbringen soll, lohnen kann, dann bist du in dem Fall der letzte Beitrag. Ich wollte nur eine ganz kurze Ergänzung, Jonas Hammer, Supertrag, Jonas Hammer. Eine ganz kurze Ergänzung zu den Menschen von der Piratenpartei noch sagen. Also es gibt ein wunderschönes Teil, Kapitel in der natürlichen Wirtschaftsordnung von Silvio Gesell, wo er sagt, dass die Möglichkeit zu einem monetären System immer besteht, dass man in die Urwirtschaft oder in den Tauschhandel zurückgeht oder in die facettenreichen Abformen davon, und dann wirkt man einfach deflationär auf das bestehende Geldsystem und kann dann von dort aus schauen, dass man neue Wege geht, so wie man hier mit Regiogeldern was versucht oder so. Also die Möglichkeit hat parallel zum monetären System zu jeder Zeit immer bestanden, und das kann jeder machen. Das kann man sehr gut in der natürlichen Wirtschaftsordnung von Gesell nochmal nachlesen. Ja. Vielen Dank, ich glaube, das war ein schönes Schlusswort. Da ich weiß,